Willkommen wieder bei Zauberhafte Leckereien mit Martina Ziel. So viele von euch haben mich angeschrieben und gesagt, was ist denn los, Martina? Wir warten auf ein Video von dir. Und ja, also heute ist wieder soweit. Ich hatte unheimlich viel zu tun. Aber mir hat es auch gefehlt, euch wieder was Neues zu zeigen. Und heute habe ich ein ganz, ganz tolles Brot bei mir entdeckt. Und zwar auf Facebook. Und zwar ist es ein Brot, das nennt sich Fitness Vollkornbrot, saftig, super saftig und saulecker. Das Rezept ist gepostet von der Autorin Thermi Queen Nadine. Und das ist das optimale Rezept für diesen Zauberkasten. Ihr kennt ja die Stoneware von The Pampered Chef. Das ist eine Tonform und dieses Rezept ist also ganz, ganz fantastisch für diesen Zauberkasten. Ich stelle euch jetzt die Rezeptzutaten vor, damit ihr euch ja schon alles herrichten könnt, und dann beginnen wir. Ihr braucht folgende Zutaten, und zwar 300 Gramm Dinkelkörner, 150 Gramm Roggenkörner, 150 Gramm Weizenkörner. Ich habe leider nur noch 125 Gramm Körner gehabt und habe jetzt 25 Gramm aufgefüllt mit Weizenmehl, hochklassige Type. Dann braucht ihr 200 Gramm Karotten, die habe ich schon mal in kleine Stücke geschnitten. Ihr braucht einen Hefewürfel. Ihr braucht etwas Salz, zwei gestrichene Teelöffel. Ihr braucht einen Becher Buttermilch, das sind 500 Gramm. Ihr braucht Balsamico-Essig weiß, zwei Esslöffel. Ihr braucht 50 Gramm Wasser. Ihr braucht 100 Gramm Sonnenblumenkerne, 50 Gramm Leinsamen geschrotet. Habe ich jetzt nicht, ich habe ganze Leinsamen, aber das tut es genauso. Und ihr braucht etwas Haferflocken. Und nun beginnen wir. Das Tolle an diesem Brot ist, dass es mit Vollkorn gebacken wird. Wenn wir Auszugsmehle kaufen, dann fehlt der Keimling und dann fehlt die Randschicht. Und wenn wir ein volles Korn nehmen, dann haben wir wirklich das volle Korn. Wir haben also alles, was an Kraft in diesem Korn drinsteckt, das nehmen wir zu uns. Und das ist auch ganz wichtig für unseren Körper. Und ich backe sehr, sehr gerne mit Vollkorn. Ich backe meistens aber mit einem Anteil von Auszugsmehlen. Aber heute möchte ich einfach dieses probieren, weil das wirklich hoch gelobt wird. Und ich bin mir sicher, das wird ein ganz, ganz tolles Brot. Ja, jetzt gehen wir an den Thermomix. Den hole ich mir jetzt mal rüber. Und wenn ihr jetzt seht, wie ich das hier hin und her schiebe, dann werdet ihr bemerken, ich habe jetzt einen Gleiter unter meinem Thermomix. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Der ist also super beweglich. Und ich habe mir den schicken lassen von der Firma Stolzholz. Und ich bin ganz, ganz begeistert von diesem Gleiter. Wenn ihr daran Interesse habt, ich tue euch den Link unten drunter in die Infobox setzen. Dann könnt ihr euch da mal ein bisschen umschauen. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Damit das bei der Waage, wenn ihr das hin und her zieht, einfach nicht solche Erschütterungen gibt. Also das ist wirklich ein tolles Teil. Ja. Gut, also jetzt beginnen wir. Ihr wiegt bitte eure Körner ein, und zwar 300 Gramm Dinkelkörner. Ich habe das vorher schon mal abgemessen, aber ich mache es einfach jetzt für euch auch noch mal vor. 300 Gramm. Und das wird jetzt gemahlen. Und ich schalt euch da immer den Ton ab und hol euch dann wieder hinzu, denn das ist ohrenbetäubend. Ihr gebt das bitte jetzt rein und mahlt das Ganze eine Minute auf Stufe 10. Eine Minute ist mir relativ lang vorgekommen. Also bei mir war das mit Sicherheit vorher schon ganz fein, aber ich habe es jetzt zu Ende laufen lassen. Das Ganze füllt ihr bitte wieder um, weil jetzt noch mehr gemahlen wird in dem Topf. Dann gebt ihr die Roggenkörner hinzu. Und wieder, ach, Weizen können wir auch gleich hinzugeben. Und das Weizen noch hinzu.
Und das Ganze wieder eine Minute auf Stufe 10. Ich hole euch gleich wieder hinzu. Ja, ist also super fein geworden. Und es ist halt doch ein ganz anderes Mehl, wie dieses Mehl, wo wir schon gemahlen zu kaufen kriegen. Das ist halt wirklich aus dem Vollkorn. Das ist einfach, man spürt es auch, das ist schon schwerer. Und ich mag das einfach, solche hochwertigen Mehle und Brote, die es daraus dann ergibt. So, weiter geht's jetzt mit den Karotten. Das sind 200 Gramm. Die wiegt ihr bitte ein bei euch. Die werden 4 Sekunden auf Stufe 5. So, hinzu kommt jetzt die Buttermilch. Dann kommt die Hefe, genau, ein Würfel, das sind 40 Gramm. Genau. Dann kommt hinzu 2 gestrichene Teelöffel Salz. Kommt hinzu 2 Esslöffel Balsamico-Essig weiß. Ne? Die Kappe noch drauf geblieben. Jawohl. Dann kommt hinzu 50 Gramm Wasser. Jawohl. Dann kommt hinzu 100 Gramm Sonnenblumenkerne. Dann kommt hinzu 50 Gramm Leinsamen. So, und dann die Mehlsorten. So, das Ganze wird jetzt geknetet, muss ich gerade mal gucken, 4 Minuten. Und Knetstufe. Na, Deckel ist nicht richtig drauf, nochmal. Und die Knetstufe. In 4 Minuten sehen wir uns. Bis gleich. So, der Teig ist fertig geknetet und das Ganze sieht jetzt so aus. Das ist jetzt ein Teig, den muss man nicht ruhen lassen. Und das ist das Geniale an diesem Brot. Also das ist ein ziemlich
ja, zähfließender Teig. Ich habe jetzt meinen Sauberkasten vorhin schon ausgefettet. Ich nehme da immer ein bisschen Rapsöl. Ich habe etwas Haferflocken noch hineingegeben. Und jetzt lasst ihr einfach den Teig da hineingleiten. Ihr, was ich auch so genial finde, ich tue mich sehr, sehr schwer mit dem Spatel vom Thermomix. Und ich habe da so einen genialen Scrapper, den gibt es in verschiedenen Größen und der holt mir wirklich anständig was raus aus dem Thermomix. Und der ist so toll, also den benutze ich viel lieber wie diesen starren, Spatel, den es da mitgeliefert gibt. So, das Ganze verstreicht ihr jetzt noch ein wenig. Dann habe ich mir den Becher noch aufbewahrt. Da habe ich noch einen kleinen Rest Buttermilch drin gehabt, habe noch ein bisschen Wasser hinzu und das streicht ihr jetzt einfach so schön drüber. Und obendrauf gebe ich jetzt noch Haferflocken, die habe ich ja schon weggestellt, die muss ich noch mal rausholen. So, der Backofen ist vorgeheizt und zwar schreibt die Gute, das Brot zunächst 30 Minuten bei 220 Grad backen, also das ist jetzt bei mir schon so weit, danach die Temperatur auf 180 Grad zurückstellen und weitere 20 Minuten fertig backen. Ich schiebe das jetzt ein und hole euch später hinzu, wenn das Ergebnis da ist. Also bis dann, macht's gut. Es klingelt, das Brot ist fertig und ich kann euch sagen, das ist fantastisch. Erstmal aus. So, ah, oh, das ist so toll. Hier duftet's, ihr glaubt's nicht. Also, das ist echt ein Gant. Das habe ich reingeschoben und sofort macht's wuff und es ist nach oben gegangen. Ich halte es euch mal in die Kamera, dass ihr das besser seht. Schaut mal. Ah. Und jetzt mache ich noch ein Bild für Facebook. Ihr wisst ja, ne? Besucht mich alle auf meiner Seite, Zauberhafte Leckereien mit Martina Ziel auf Facebook. Das kriegt ihr jetzt heute Abend noch zu sehen. Dann holt das Brot bitte gleich aus dem Zauberkasten raus, denn das soll ja nicht schwitzen da drin. Holt es raus, aber das ist ein bisschen festgebacken. Also muss ich mir noch was holen, um das ein bisschen zu lösen. Ah ja. Weil der Teig ist ja wirklich, der ist ganz laufig gewesen. Ne? Und vielleicht war da irgendeine Ecke jetzt einfach nicht so gut eingerieben mit dem Öl. So, jetzt müsste es aber gehen. Ja. Und jetzt schaut mal. Ah, ist das toll. Ist das ein tolles Brot. Knallerheiß, ne? Aber das ist wirklich... Muss mal gucken mit Klopfprobe. Ja, das ist jetzt nicht so wie bei den anderen Broten. Das ist ja ein richtiges feuchtes Brot. Also das klingt jetzt nicht so klack, 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 sondern aber es ist obendrauf sehr knusprig. Und es ist total lecker und ich freue mich auf morgen. Ich kann euch heute nicht den Anschnitt zeigen. Ja, das ist jetzt wirklich zu heiß. Wir haben schon Abend und das wird mir nicht gelingen. Aber morgen zeige ich euch ein Bild auf Facebook. Und wenn es irgendwie möglich ist, vielleicht machen wir auch noch ein Bild dann beim Film hinten dran. Aber ihr könnt euch sicher sein, das ist ein fantastisches Brot. Ja, also
Was ich vorhin vergessen habe zu sagen, ihr wisst ja, die Stoneware im Backofen, immer auf den Rost, unterstes Einschubfach, Ober-Unterhitze, ja, das ist wichtig, denn die Stoneware muss von unten sofort die Unterhitze aufnehmen und dann macht ihr aus eurem Backofen einen Steinbackofen. Ja, das war's wieder von mir. Ich habe noch ein Brotrezept in der Warteschleife. Ja, das ist demnächst von unserer lieben Claudia Jansen. Auch ein ganz, ganz tolles Rezept. Das ist das nächste, was ich für euch verfilme. Und ja, dann sehen wir uns bald wieder. Ne? Macht's gut, ihr Lieben.